Hallo, ich bin's. Ich habe jetzt hier vor mir zwei tägliche Lageberichte des RKI liegen. Einen vom, na, wo steht das Datum? 12.8. und einen vom 17.8. Ja? Da stehen die entsprechenden Fälle so drauf, die auch im Fernsehen vorgelesen werden, die bestätigten Fälle, die Verstorbenen. Und die Statistiken sind tatsächlich einigermaßen übersichtlich aufbereitet. Also, die interessantesten Sachen kommen ja immer ein bisschen weiter hinten, ne? Zum Beispiel, wenn Sie sich hier mal angucken, Covid-19 Todesfälle nach Sterbedatum. Was hat sich in diesen beiden Statistiken in den letzten Tagen getan? Nichts. Jedenfalls nichts Wesentliches. Ja. Es wird nicht mehr gestorben an Covid-19. Jedenfalls recht selten. Also eine Seite weiter, da stehen die klinischen Aspekte an das RKI übermittelte Covid-19 Todesfälle nach Altersgruppe und Geschlecht. Wenn man diese Zahlen vergleicht, was sieht man dann? Das ist vereinzelte Todesfälle in den höheren Lebensaltern gibt, aber ansonsten in den unteren Lebensaltern ist alles komplett stabil. Also nach den Black Lives Matters Demos ohne Masken und nach der großen Berlin Demo hätte ja hier alles in die Höhe schnellen müssen vor lauter Ansteckungen und Todesfällen, ja? Ist aber nicht, ist nicht der Fall. Also, mal weiter gucken, was finden wir denn noch hier auf den Seiten? Wir finden hier auf den Seiten, wenn man noch ein bisschen weiter durchblättert, im Bericht vom 17.8. nicht so viel Interessantes, aber in dem vom 12.8. da findet man noch etwas, nämlich zum Beispiel die Testkapazitäten pro Tag, die permanent erhöht werden. Und wir wissen ja, dass die Fehlertoleranz dieser PCR-Tests etwa bei 1% liegt. Vielleicht auch nur beim halben, vielleicht bei 2, aber das sind dann womöglich genau die positiven Zahlen, die dort rauskommen. Das sind die Testkapazitäten hier. Die kann man natürlich nutzen. Was man daran sieht, ist, dass die permanent ausgebaut werden. Also sie wollen weiter wie wild testen. Was dabei herauskommt, nun ja, nicht viel, dass man eben testet. So, also hier sind die Anzahl der Testungen und die nehmen tatsächlich auch rapide zu. Wenn ich von steigenden Testfallzahlen ausgehen darf, die hier notiert sind im RKI-Lagebericht, dann bedeutet das bei einer Fehlerquote von 1% steigen natürlich dann auch immer die Anzahl der positiven PCR-Tests. Ja? So, und die positiven Rate liegt hier irgendwie bei 1%. Die könnte man tatsächlich auch noch erhöhen, dadurch, dass man bevorzugt Bevölkerungsgruppen testet, die gerade beim Feiern waren. Also wie wir das jetzt gerade machen mit den Urlaubern, ne? Kann natürlich auch irgendwelche anderen Leute testen, die gerade nicht feiern waren und dann fällt das Ding wieder auf 0,5. Also die positiven Rate, die hat sich nicht großartig verändert, da steigt auch gar nichts, ne? Also, falls Sie immer noch Angst und Panik haben, vergessen Sie es. Es gibt keinen Grund für Angst und Panik. Das Thema Tote durch Covid-19 ist erledigt. Das sind die Fakten, die ich Ihnen jetzt gerade präsentiert habe aus dem RKI-Bericht. Da gibt es natürlich auch im Detail noch eine ganze Menge zu meckern, aber was soll's? Ich nehme die Zahlen mal, wie sie da stehen. Damit kann man auch arbeiten. Und einfach mal sagen, immer mit der Ruhe, alles cool.
Wenn da wirklich mal was steigen sollte, dann kann man darauf immer noch reagieren, aber aktuell, nö, alles cool. Bis zum nächsten Mal.